Noch nicht ganz fertig und die Schaltanlage muss noch hin, aber... Ich komm mal gucken. Kein Bock mehr, Laternen zu setzen. Oh. Mir fehlt Holz. Warte, ich hab noch Holz. Das kann man ja umbauen, dann sieht man das nicht mehr. Ja stimmt, Schaltanlage fehlt hier. Noch. Da liegt Holz. Warum machst du das Wasser denn so hoch? Ganzes Deck. Damit das richtig abfließt. Hättest ja in der Mitte tiefer machen können. Ja, ich kann es auch noch tiefer machen, das stimmt. Aber das ist nicht immer ganz einfach. So könnte ich es auch machen. Aber dann geht es nämlich nicht so ganz weit. Stehst du? Oh, schön. Au! Aber so wächst das Zucker auch besser, wenn es hell ist, weißt du? Ja, ja, das ist schon klar, deswegen... egal. Was ist deswegen egal? Nee, ich hätte jetzt gesagt, deswegen kommt da noch Glas, kommt ein Glasdach rein. Aber... Ja klar, aber nachts soll das Zuckerrohr auch wachsen. Ja, ja, genau, ja. Ist alles richtig, alles korrekt. Was machst du da? Nee, das ist falsch. Brother, du hast die Zuschauer lange nichts mehr gefragt. Die Zuschauer, was soll ich denn fragen? Keine Ahnung. Lass dir was einfallen. Was Nettes. Okay, dann frage ich euch jetzt mal, wie findet ihr diese Lykantras gebaute Oase der inneren Zufriedenheit? Wie findet ihr die und wollt ihr, dass wir die in die Luft jagen? So, jetzt habe ich was gefragt. Also, die Oase braucht keinen Namen mehr. Sie wird nämlich Oase der inneren Zufriedenheit getauft. Mit fliegendem Baum in der Ecke. Die Oase der inneren Zufriedenheit. Stell mal ein Schild auf. Ja, mach ich. Sehr gut. Ich mach mal den fliegenden Baum weg. Also Rio, du merkst, wir haben so einen kleinen Tick in Namen. Ja, wirklich. Und unser Tower hat einen Namen. Unsere Treppe. Hast du eigentlich unsere Treppe schon gesehen? Mhm. Komm mal mit, die muss ich jetzt mal zeigen. Die ist nämlich episch. Dann komm mal mit. Jupp. Das ist der Fanny glücklich. Wie komme ich überhaupt da hin? Da muss ich irgendwo ganz hier hinten heuer laufen, ne? Am einfachsten. Siehst du, ich habe in den Kommentaren gefragt, gelesen, dass wir dich gefragt haben, warum ich mal so lache, so komisch. Ja. Und die haben das echt? Irgendwie auf Hauer Met Your Mother gebracht, ne? Warum? Bist du noch hinter mir? Ah ja. Autsch. Ich mach das immer nur einfach so. Ja, er hat gar nicht gefragt, wie mich die Zuschauer finden. Ja, gell. Das hättest du machen können. Hätte ich machen können, aber ich will ja nicht, dass sie irgendwas Schlechtes sagen, weil wir wollen ihn ja in der WG behalten. Da ist unsere Treppe. Boah. Doch, sag mal, wie ihr den findet. Dürft ihr machen. Ja, ihr dürft ehrlich sein. Dürft ihr auch, genau. Aber nur, wenn es lieb ist. Das ist so, Redstone. Boah, hier muss ich abbauen. Das ist ja ich brauche Redstone. Und hier ist Kohle. Ja. Ihr habt da eh nichts zu sagen. Rausschmeißen geht jetzt nicht mehr. Ey, Eisen. Warum geht das jetzt nicht mehr? So was Böses machen wir doch nicht. Tut er nicht? Aua. Jetzt bist du schon mitlieb. Ja. Jetzt kannst du nicht mehr direkt. Jetzt hast du Arsch gerade. Schwupps, ergehst du, wie Noel draußen bist. Ich mach was ganz Schlaues. Holz. Warum? Oh, falsch. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Gravel. Denkst du nicht. Warum ist da oben Licht oder sowas? Irgendwas ist da oben. Gut. Na komm schon. Eisen! Kann jemand spontan Witze erzählen? Wie man spontan Witze erzählen kann? Ich bin nicht so ein guter Witzeerzähler, ich bin eher ein spontanes Unterhaltungstalent. Oh Gott, kommt drei Zombies! Ohne Witze. Verfolgen mich, ich muss hier weg! Die kamen alle gerade vom Himmel gefallen. Zumindest ohne vorgefertigte Witze, ja. Vorgefertigt? Sie kommen hinterher. Ja, eine fremde Witze so. Eisen noch da unten ist. Fremde Witze, erzähl mir fremde Witze, wir sind ja nicht so. Ich quatsch einfach irgendeinen Blödsinn und der ist dann vielleicht mal witzig. So meint er das, ja. So meinte ich das. Oh, hier ist ganz schön viel Eisen. Na
Nein. Dort haben wir auch Güte. Wir haben eigentlich, echt, wir haben eigentlich nur die Treppe reingebaut, mehr haben wir nicht gemacht. Ja. Was würde Eisenhower dazu sagen? Entschuldigung, das muss jetzt sein. Ihr wisst schon, dass hier Zombies sind. Ja klar, warum auch nicht? Weil die einfach da, guck dir das mal an, die stehen hier in der Ecke und gucken mich blöde an. Das ist ja der Oberhammer. Wo seid ihr denn? Du bist halt neu für die. Da gucken die schon mal ein bisschen. Aber die laufen nicht. Ich mache einfach irgendwas. Die gucken mich einfach nur an. Warte, ich komm zu dir. Ich will mir das angucken. Bitte. Wo bist du denn? Immer noch an der Treppe, ganz am Anfang. Wo ist denn Wasser? Kann ich von hier aus reinspringen? Nein. Ich muss da irgendwie runterkommen. Warte, ich bin gerade ein Stück höher gewandert. Die dicke Olga, ja? Ja. Da bist du unten 3000. Das ist der, der den Namen gegeben hat. Okay, bin an der Treppe. Wo bist du? Oben oder oben? Oben. Wir sollten ihnen einen Namen geben. Den Zombie? Der sind ja zwei. Die nehmen sich gerade so. Ja, toll. Der eine hat davon keinen Kopf bei mir. Ja, aber warum stehen die denn da so? Bewegen sich nicht. Fanny, das ist voll schade. Da kann man keinen Kuchen drauf packen. Wir sollten sie verglasen. Ja, ich würde es auch sagen, verglas sie. Doch schwebenden Kuchen. Also hier braucht man ja gar nichts mehr großartig was bauen. Die sind ja schon. Drück mal ein Stück. Oh nee, jetzt hast du ihn freigelassen. Aber guck mal, jetzt haben wir doch hier, den können wir verglasen. Perfekt. Schreib dran, der Zombie des Todes. Nee, ich nenne ihn Walter. Okay. Das passt. Finde ich auch. Aus wie so ein kleines Restaurant Walter. Jetzt hier, als wenn wir so ein Imbiss wären. Kennst du Walter Bishop? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Kennst du Dean und Sam? Wen? Dean und Sam von Dings. Von da Dean. Steht ja noch einer. Von, wie heißt das nochmal? Supernatural. Richtig. Nein. Supernatural gucke ich gar nicht. Ich fände das ja, gut. Ich finde das. Creeper! Schlecht. Du findest es gut oder du findest es schlecht oder findest es nicht gut? Ich finde es echt nicht schlecht. Ach, Supernatural? Ja. Ich glaube, da muss man so viel gucken, bis man das mal versteht oder. Da muss man das nicht. Wieder das wird eigentlich fast jede Folge mal wieder neu erklärt. Ja, genau, vorher. Hm. Nix gegen meine Lieblingsserie. Ansonsten bist du ganz schnell draußen, aber ganz schnell. Hast du My Bloody Valentine geguckt? Da ist ja auch der Schauspieler von den beiden. Ja, den kenne ich, den Film. Ist der gut? Ja, nee, eigentlich nicht so. Der lief ja gestern, glaube ich. Also ich glaube, der gilt auch eher sehen, als... Aber der gilt auch eher als Trash-Film, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was ein Trash-Film ist. Müll halt. Naja. Trash, Müll. Creeper! Achso. Ja. Boom. Das habe ich gehört. So. Ich brauche Redstone. Huhu. Wir kriegen jetzt Lampen. Yay. Nur weil ich damit angefangen habe. Nein, andere Lampen. Andere? Warum andere? Auch andere Leute dürfen aus Glowstone Lampen bauen. Nein, nur ich darf das. Ich bin weg. Jetzt hast du sie verärgert. Jetzt hast du sie beleidigt, ja. Hat jemand gehustet? Ja. Was ist da los? Das war ein Männerhusten. Nicht ganz. Und meiner bald auch schon wieder. Ja, was ist denn hier los hier? Heute großes Hust und Schrei. Special. Erlebnis. Okay, Erlebnis. Das Geile ist immer, dass er gar nichts hat und er trotzdem weint. Er schreit einfach nur aus Langeweile, weil ihm langweilig ist. Ja. Er hatte mir vorhin zum Beispiel, wir haben ihm geweckt, Flasche gegeben, alles fertig, alles gut, alles super. Und er heult trotzdem. Einfach nur, weil er Langeweile hat. Ja, muss auch mal sein. Das stimmt. Tue ich auch manchmal. Oh, da ist er wieder. Wenn mir nichts Besseres einfällt.
mache ich auch die Windel voll, fange an zu weinen. volle Programm. Machen wir da eine Windel an. Machen wir das nicht alle? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Siehst du, wir hatten ja diesmal gar keinen Gast, ne? Nee, wir haben diesmal keinen Gast. Nächstes Mal wieder. Weil ich ja diesmal mit dabei bin. Oh, jetzt macht er was Terror. Oh, oh. Gleich zündet da die Windelbombe. Gleich geht los. Dann geht's aber los. Das wär mal echt ein cooler Soundeffekt. Du machst die Windel auf und das hört sich an, als würde ein Creeper explodieren. Ich würde mal gerne hier irgendwie Sounds ändern. Kann man das? Das hast du schon mal gefragt in der Folge. Stimmt. Aber ja, das geht. Es gibt auch ein Soundpack. Hannibal arbeitet, glaube ich, gerade an ihr. Ich will nur diesen Creeper-Geräusch ändern. Ich ja, habe ein Video gesehen, das fand ich so geil. Von Boom auf Creeper Boom. Oh, ich habe genau ich hab einen Creeper-Kopf gesehen. Auf What the fuck, sagt er, glaube ich. Brüllt er übelst laut. What the fuck, irgendwie dann Boom. Hammer geil. Beach. Habt ihr ein Kind? Ja, ich habe ein Kind, ja. Eins, ja, und der macht gerade ein bisschen Terror. Achso. Ja. Oh, ich höre. Warte mal, ich komme gleich wieder. Ist dein Sohnemann Paps, oder was? Was? Ist dein Sohnemann? Ja, oder das hast du ein Töchterchen? Nee, ist mein Sohnemann. Gut, ich bin echt da. Wieder da, ja. Heute großes Baby-Special. Ja, Penny muss stehlen gehen. Tatsächlich? In der Minecraft-Figi? Ja, der kann das. So. Die Fanny-Schild kommt dann als kleine Videoeinblendung in diesem Video vor. Das will ich sehen. Kann man auch nicht kaputt. Daumen hoch und favorisieren, wenn ihr dafür seid. Oh nein, jetzt kommen die Hater, weil du nach Daumen hoch und Favos gefragt hast. Um Gottes Willen, denn was für Hater? Die Daumen hoch Favor-Hater. Also bisher Schön. Hast du immer was von Hatern gesagt. Ich habe noch keinen gesehen. Psst. Ich hatte bisher auch noch keinen. Das lockt sie nur an. Das ist eine scheue Rasse. Deine Videos sind schlecht. Ist hier viel Eisen. So was sagen. Ja. Das ist der Standard-Hater-Spruch. Wer ist denn da an der Hühnerfarm? Ich kann das gar kein bis hier hinhören. Ich bin ja. Ah ja. Boah, ich hab schon total viel Eis und Kohle jetzt gefarmt. Nur weil ich die Treppe zeigen wollte. 2 Stacks Kohle und ein halbes Stack Eisen schon. Und das alles nur wegen mir. Sag danke. Bitte. Ich bin in irgendein Eisfeld rausgekommen. Hast du dich einfach nach oben durchgearbeitet oder was? Ja. Du musst so Treppe wieder zurücknehmen. Nein, ich habe schon Gänge genommen, aber. Ich glaube, ich habe genug Redstone. Hoffentlich.